besonders beeindruckend ist für mich gewesen, als wir den Aufzug gestartet haben, den LKW fertig hatten, Soundcheck fertig hatten und die Eröffnungsrede vom LKW gehalten haben. Also Sven und ich haben Polizisten, die im Einsatz gewesen sind, applaudiert und Daumen hoch gezeigt. Und da ist wirklich, das war für mich der allerschönste Moment heute. Und der gibt mir ganz viel Kraft und ganz viel Hoffnung, dass wir nicht verloren sind und dass die Beamten immer mehr kritisch werden und sich auf unsere Seite stellen. Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt hier zum Abschluss nochmal die Sabrina Kollmorgen bei uns im Interview. Sabrina, du warst Intensivkrankenschwester. Während der Corona-Zeit hast du ziemlich viel erlebt in der Zeit. Wir hatten in Frankfurt schon mal zusammen gesprochen und bist heute auf der Querdenken-Demo hier gewesen in Berlin am 3. August. Wie ist dein Eindruck gewesen heute? War es schön? Ja, also liebe Chris, ich bin immer noch völlig überwältigt und beeindruckt. So viele Menschen, also ich kann nicht schätzen, es kam eine Schätzung zwischen 50.000, 100.000 Menschen. Und friedlich, tolle Fahnen, tolle transparente Sprüche, eine gute Stimmung, das Wetter war auf unserer Seite und diese friedliche, tolle Energie. Es war für mich ganz, ganz großartig. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und war sehr berührt über diese Menschenmasse heute hier in Berlin. Das ist ein schönes Gefühl. Warst du vor 4 Jahren auch da schon? Ja, ja. Ich bin auch dabei von Anfang an. Und damals war ich sehr berührt und sehr beeindruckt und dachte, mit dieser Masse auf der Straße schaffen die das niemals. Wir sind alle eines Besseren belehrt worden und heute haben wir ganz eindeutig auch nochmal ein ganz starkes Zeichen gesetzt. Das ist meine Meinung. Wir, die Bevölkerung, sind auf der Straße und zeigen der Politik, dass es so nicht weitergeht. Ja, sehr schön. Mit wem warst du denn heute unterwegs? Du warst auf dem Demowagen auch mit, oder? Ja, ich bin auf dem Demowagen mit gewesen von Hannover, Wendezeit Hannover, Bielefeld. Mit dem Sven Schlegelmilch habe ich zusammen moderiert. Yeah. Und ja, das war sehr schön. Wir hatten tolle Redner, tolle Gäste. Unter anderem Dr. Rainer Rothfuß ist dabei gewesen und viele andere. Dr. Daniel Langhans. Auf dem Wagen. Ne? Auf dem haben Wagen. Wir gesehen, als genau. Wir euch beobachtet haben hier von unserem Tisch auch. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, also die haben ganz tolle Redebeiträge und auch sehr, sehr wichtige Botschaften an die Menschen abgegeben. Und ich selbst war die ganze Zeit wirklich absolut geflasht und hatte Gänsehaut. So viele Menschen, es nahm kein Ende. Ja. Ein Meer an Menschen und Fahnen. Ja, mal sehen, was in der Zeitung steht, wie viele es wirklich waren, ne? Angeblich waren. Dann warst du aber eben noch mit einem Infostand dabei. Was genau war das für ein Infostand, den du eben auf der Demo aufgebaut hattest? Ja, das ist der Infostand der blauen Lichter. Da aus den blauen Lichtern ist die Blaulichtfamilie geworden. Und zwar ist das ein Verein, den haben wir nach Österreich gelegt aus Sicherheitsgründen. Wir sind kritische Staatsdiener und Beamte, aber auch aus Medizin, aus der Pflege, aus der Bildung. Also wir sind ein groß aufgestellter Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt, für die Aufarbeitung der Corona-Verbrechen. Und wir begleiten natürlich auch Prozesse, wie zum Beispiel der letzte von dem Soldaten Jan Reiners, der in Haft sollte. Genau, und er ist ja nicht der Einzige, er steht ja allein oder ich sag mal als beispielhaft für viele, viele andere betroffenen Soldaten. Ich habe gerade aktuell viel Kontakt zu Soldatinnen, die in der Zeit beispielsweise schwanger gewesen sind, diesen Druck hatten, sich spritzen zu lassen und auch mit anderen Soldaten, die so massiv genötigt und unter Druck gesetzt worden sind. Einer ist dabei, der war 7 Tage in Arresthaft. Und es nimmt einfach kein Ende. Ja, das ist ja für diese Menschen natürlich sehr unterstützend, wenn es euch gibt. Seid ihr viele? Also ist diese Organisation, wächst die immer weiter? Gibt es da immer mehr Interesse? Also kann man da beitreten? Kann man da auch spenden? Ja, also beides. Man kann beitreten, man kann spenden natürlich und wir wachsen tatsächlich gerade. Ansonsten ist es bislang noch überschaubar. Wir sind so ein harter Kern, sage ich mal, die sich von Anfang an auch kennen. Und es ist ein großes Interesse da. Heute zum Beispiel habe ich gesehen, am Infostand war eine große Traube dauerhaft von Menschen, die ganz viele Fragen hatten zu dem Verein. Was machen wir? Wer sind wir? Wo kommen wir her?
Und das hat mich sehr gefreut. Da hoffen wir, dass diese große Demonstration ein bisschen dazu beiträgt, dass ihr da noch mehr Zuwachs bekommt und Unterstützung. Dir ist was ganz Blödes passiert. Du hast deinen Schlüssel in den Gulli fallen lassen heute Vormittag. Darf ich das erwähnen? Ja. Oh Mann. Ja, ja, und jetzt? Ist er schon wieder da? Oder? Nein, noch nicht. Ich bin okay. Leider so ein kleiner Pechvogel. Und heute Morgen, als wir aufgebaut haben, ist meine Handtasche aus dem Auto gefallen. Die Tasche war offen und der Schlüssel war und ist weg. Und wahrscheinlich muss ich mich davon verabschieden. Aber ich hatte ganz viele tolle, helfende Hände, leider vergeblich, aber so ist es. Oh je, da muss man mal gucken, was man da, ich habe gar keine Ahnung, was man da machen kann. Ersatzschlüssel. Ja, irgendwie Ersatzschlüssel, ja, genau. Oh, also mich bringt das zurück, um das Positive daraus zu ziehen, häng dein Herz nicht an Dinge, die nicht leben. Und von daher lasse ich das jetzt gehen und für irgendwas wird es gut sein. Wahnsinn, wie du das siehst. Ich würde durchdrehen. Jetzt glaube ich gerade nach dem Tag, wenn mein Schlüssel weg wäre. Aber ja, dann viel Glück, dass ihr den doch noch findet. Liebe Sabrina, das war schön, wieder mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Und schön, dass wir uns gesehen haben. Finde ich auch. Tschüss, macht's gut. Danke. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Alles Gute.